Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk und heute soll es um die Alpha 3.20 gehen und um die Frage, was bringt uns eigentlich dieser Patch, der ja bereits bei Evocatis ist und vermutlich in den nächsten, ja, irgendwann Mitte August wahrscheinlich dann in PTU F1 gehen wird, voraussichtlich jedenfalls. Darüber will ich mit euch reden. Schreibt mir gerne eure Meinung und eure Erwartungen und Sichten dazu mal in die Kommentare, denn wir haben natürlich einiges auf der Roadmap, aber wir haben noch ganz, ganz viel noch nicht draufstehen und da ist noch einiges mehr im Petto, was aller Voraussicht nach jedenfalls online geht und das Spiel hier und da doch relativ stark verändern dürfte. Bevor dazu kommt, noch kurzer Hinweis, heute Abend werden wir um 16 Uhr auf Twitch starten, also eine Stunde eher, denn heute gibt es ein Star Citizen Live, was wir uns auf jeden Fall angucken müssen, das dürfte sehr cool werden, denn wir haben einen, ja, Vehicle-Entwickler im Star Citizen Live und der wird dort über, ja, die Entwicklung von Fahrzeugen und Raumschiffen sprechen und auch dort live irgendwas selber kreieren. Mal gucken, was das wird. Ich glaube, es wird aber auf jeden Fall sehr interessant und ganz spannend. Kommt da gerne mit rein. Link ist unten im angepinnten Kommentar. Wie immer, lasst ein Follow da und ich habe auch heute ein wunderbares Giveaway für euch mit dabei, nämlich eine wunderbare Drake Vulture mit lebenslanger Versicherung. Jawohl. Außerdem gibt es noch einige Guide-Sessions, denn wir haben wieder die neueste Wochenendbelohnung, ne, dieses Rüstungsset mit der passenden Waffe dazu. Das organisieren wir uns wieder, so wie wir es auch schon letztes Wochenende gemacht haben. Und dann sind wir fast durch. Ne? Dann ist bald der Juli vorbei, da kommt auch das nächste Wochenende und dann haben wir alle Belohnungen eingesagt. Dann gibt es noch mal eine extra Belohnung für die, die an jedem Wochenende mindestens einen Guide gemacht haben. Und dann haben wir quasi, also jetzt noch drei Rüstungssets quasi vor uns. Und mein Ziel ist, dass ihr das auch alle schön bekommen könnt und ich natürlich auch logischerweise. Also kommt da gerne mit rein, dürfte sehr interessant werden. Und jetzt reden wir mal über die 3.20. Da muss man erstmal ehrlicherweise sagen, die Roadmap selber scheint jedenfalls nicht allzu viel Auskunft zu geben über diesen Patch, denn bisher ist da eigentlich nur die Rede vom Arena Commander. Na gut, das stimmt nicht ganz, wir haben noch ein bisschen mehr drauf auf der Release-View wohlgemerkt. Da ist natürlich noch die Rede von den neuen Crusader-Plattformen, die neue Seraphim Station, die ja Port Odessa leider ersetzen wird. Übrigens, da wird es nochmal ein Event geben, eine Art, ja, Verabschiedungsfestival, ein großes Verabschiedungsfestival für Port Odessa. Das muss sein, machen wir auf jeden Fall. Die Orga bereitet schon was im Hintergrund so ein bisschen vor. Könnt euch auch noch gerne daran beteiligen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es in die Kommentare oder sagt uns mal im Stream. Da haben wir was Größeres nochmal geplant. So, dann kommen auf jeden Fall noch diese Retrieve-Consignment-Missionen, also quasi, dass wir aus Bunkern, ja, Loot endlich mal rauskriegen können. Also nicht nur aus Waffenkisten oder so, sondern wirklich auch Schmuggelware quasi. Wir bergen dort Schmuggelware raus. Das dürfte auf jeden Fall die Bunkermission allgemein deutlich aufwerten. Naja, und dann halt ganz viel Arena-Commander-Kram und die neuen Salvage-Kontrakte, diese Cover-Up-Missionen, wo es darum geht, dass wir eine Mission bekommen von den Piraten, das ist also eine illegale Quest, und dort, ja, sozusagen Spuren verwischen müssen, damit die Security beim Scannen nicht erkennt, dass da ein Pirat war und so weiter. Also es gibt sogar Geld für die Mission, ich glaube, das wird auch ganz cool, ist ein kleines Salvage-Update, aber wie gesagt, ich hab das Gefühl, da ist noch einiges mehr in der Mache und auch der Progress Tracker gibt uns ja Auskunft darüber. Wir haben schon in den letzten, nee, nicht in den letzten, sondern in dem News-Video, haben wir darüber schon mal gesprochen, so kurz nur, weil ein News-Video ist halt nicht dafür da, dass man da groß spekuliert, nach Möglichkeit, aber es sind einige Sachen im Petto, die laut Roadmap, laut Progress Tracker, ja, nicht fertig sind, aber ihre Arbeiten quasi beendet haben oder jetzt demnächst beenden. Und CRG hat an anderen Stellen schon durchblicken lassen, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Sie haben es noch nicht auf die Release-View draufgepackt. Nächste Woche ist ja auch wieder Roadmap-Update. Mal gucken, ob da dann was passiert. Aber, ja, wir reden mal drüber. Was haben wir da? Wir haben natürlich erstmal das große Thema Vehikel-Traktorstrahlen. Und es ist sehr, sehr sicher, dass die auch ins Spiel reinkommen. Das ist aus meiner Sicht 100% sicher. Das heißt, wir reden hier vom Argo SRV und von richtigen Vehikel-Traktorstrahlen. Das heißt, dass der normale Traktorstrahlaufsatz, den wir haben am Multitool, wahrscheinlich deutlich abgeschwächt wird. Der wird also, ja, ich weiß nicht, ob der noch SCU-Kisten tragen kann. Ich denke mal, die einen SCU-Kisten schafft er schon. Aber was darüber hinausgeht, wird er nicht mehr können oder generell nicht können. Da brauchen wir dann wirklich einen größeren Traktorstrahl. Man kann sich so vorstellen, ja, dass dieser Traktorstrahl vom Multitool aktuell ist quasi so Tier 0 Größe. Ne? Dann haben wir quasi die Tier 1 Größe. Das wäre dann ein großer Traktorstrahl, den man auch mit der Hand tragen kann oder der vielleicht auch beim ein oder anderen Fahrzeug mit dabei ist, also wäre quasi schon fast ein Fahrzeug-Traktorstrahl. Dann gibt es die Tier 2
Taktorstrahlen. Das haben einige Raumschiffe. Zum Beispiel dürfte die 315P sowas haben. Oder auch die Cutlass Black, die Caterpillar, die haben alle Tier 2 Taktorstrahlen, das sind ja die großen, wo man dann also auch Container mitbewegen kann, wenn die ins Spiel reinkommen, was ich jetzt nicht weiß. Ne? Also diese großen 32er SCU-Container beispielsweise, du brauchst auf jeden Fall so einen großen Taktorstrahl. Und der ist auch generell dafür da, um generell größere Sachen zu bewegen, also auch große Waffen, große Komponenten, das geht dann mit dem kleinen Multitool wohl voraussichtlich nicht mehr. Und dann gibt es noch den Tier 3, oder Size 3 Traktorstrahl. Das ist die größte Größe, die wir dann aktuell bekommen. Und das ist die vom Argo SRV. Das ist also ein richtig fettes Teil. Und das ist auch der einzige, der ja Vehikel bewegen kann. Ne? Der Argo SRV ist ein Abschleppvehikel. Und das heißt, man wird eben mit diesem Traktorstrahl dann Raumschiffe von A nach B bewegen können. Sogar durch einen Quantum Drive hindurch. Und die Regel lautet hier ganz einfach: ein Size 3 Traktorstrahl kann alle Size 0, 1, 2 und 3 Vehikel transportieren. Das heißt, kurz gesagt, alles bis zur Größe von der Freelancer oder Cutlass Black kann mit der Argo SRV bewegt werden. Und zwar auch durch einen Quantum Drive. Also es müsste sogar dann möglich sein, werden wir noch herausfinden dann bald, einen Greycat Rock zum Beispiel über einen Quantum Drive von A nach B zu bewegen, wenn man das denn möchte. Ja? Oder auch große Container. Das ist alles kein Problem. Man kann Schiffe abschleppen, die liegen geblieben sind. Oder, und das ist ein ganz spannender Punkt vielleicht, dass man die Salvage-Missionen dahingehend auch abändert, dass wir solche Abschleppmissionen bekommen. Na, wir haben ja bereits diese Salvage-Missionen im Spiel und es ist sehr wahrscheinlich, dass es dann die Möglichkeit gibt, mit einer Argo SRV diese Vehikel nicht zu salvagen, sondern eben von A nach B zu bringen, also zu irgendeiner Station zu bringen, dort quasi abzugeben und dafür eine Belohnung zu bekommen. Das wäre jedenfalls mal der nächste Schritt in Richtung von diesem Schiffs-Refreshing. Weil das Ziel ist ja eigentlich langfristig, dass man bei Star Citizen in eine Richtung will, dass ein Vehikel, was kaputt geht oder was keinen Sprit mehr hat, wie auch immer, nicht mehr geclaimed wird, sondern repariert wird. Aber dazu muss natürlich erstmal von da zu einer Werft gebracht werden. Und der Argo SRV ist das wichtige, ja, Bindeglied, das, was da dafür sorgt, dass das überhaupt möglich wird. So, was ist mit Size 4 und größeren Raumschiffen? Also für ein Size 4 Vehikel, das wäre jetzt eine Constellation zum Beispiel oder eine Corsair, da bräuchte man dann schon zwei Argo SRVs. Bei Size 5 Vehikeln, keine Ahnung, vielleicht 3. Ich weiß nicht, wie oft man das stacken kann, aber es wird auf jeden Fall auch möglich werden, dass Traktorstrahlen sich stacken. Also es kann dann auch sein, dass es so ein bisschen ist wie beim Mining. Da wissen wir ja auch, wenn wir mehrere Mining-Laser kombinieren, dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, dass die so stark sind wie ein größerer Mining-Laser. Das gleiche Prinzip wäre auch bei Traktorstrahlen sinnvoll, dass sie sagen, du kannst auch einen 32 SCU-Container mit dem Hand-Tool bewegen, aber halt nicht nur mit einem, du brauchst halt 3 oder 5 oder so. Ne? Weiß ich nicht. Nur so, das ist so die grobe Richtung. Also das ist auf jeden Fall geplant und es kommt sehr, sehr sicher noch in die Alpha 3.20 rein, wenn nicht irgendwas Technisches schief geht. Das wissen wir natürlich vorher nicht. Kann ich euch auch nichts zu sagen, aber das ist sehr, 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 sehr sicher. Der zweite Punkt, der voraussichtlich in 3.20 drin sein wird, ist das Hacking. Da wird es, das haben sie ja schon angekündigt, nochmal ein Inside Star Citizen geben, Klammer auf, die starten ab nächste Woche wieder, Klammer zu. Und sie haben noch Zeit, ne, einen Monat jetzt, also da haben sie quasi viermal jetzt noch die Chance, sozusagen uns bis Ende August was zum Hacking zu sagen. Man muss ja einfach mal feststellen, das Hacking ist jetzt seit 3 Jahren in Entwicklung bald. Und das ist eine riesige Gameplay-Mechanik, die hatten wir, also da haben sie schon öfter was von gezeigt, aber immer nur so konzeptmäßig. Es war nie wirklich was Greifbares dabei. Das ist wohl abgeschlossen oder in der letzten Phase des Abschlusses. Also es kann auch sein, dass es nicht in 3.20 kommt. Das, ne, alles unter Vorbehalt, aber das ist sehr wahrscheinlich. Und das bedeutet, dass dieses Hacking mehrere Gameplay-Features verändert. Beispielsweise das Thema, ja, Hacking im Spiel. Ne? Ganz klassisch, wir haben ja die Com-Arrays oder wir haben diese Crime-Displays oder das eine zumindest bei Korea. Wir haben noch andere Dinge, wie sie könnten das bei Clasher einbinden und. Es gibt diverse Türen, die nicht öffnenbar sind oder die zwar aktuell sich selbst öffnen, aber das eigentlich nicht tun sollten. Oder bei Vehikeln könnte man ein Hacking einbinden, dass man dann eben ja, ein Vehikel hacken kann, das zum Beispiel die Heckluke aufgeht. Ne, wenn man sie hackt oder was weiß ich was. Das sind alles Dinge und das soll mit einem Minigame kommen. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird, was man da machen soll, aber ja, müssen wir uns mal überraschen lassen.
Da werden sie uns hoffentlich bald was zu zeigen, aber das dürfte einiges verbessern, auch gerade im Bereich vom normalen Quest-Gameplay. Also sie können dann damit auch wirklich eine Menge cooles Quest-Design machen. Sie können verschiedene Orte begehbar machen, die ja bisher nicht begehbar waren. Ich möchte mal erinnern an diese Microtech-Quest. Wenn ihr euch noch erinnert, 2019 bei der CitizenCon hat CIG das vorgestellt. Da haben die sich da reingehackt in diesen Außenposten bei Microtech, ne, wo es so kalt war draußen und so weiter. Und haben da irgendwas dann gemacht. Das ist ja genau das. Plus dieses Schneidewerkzeug, wo man dann auch dann Gänge aufschneiden kann, die eigentlich verschlossen sind. Also das scheint auch zusammen zu gehören in irgendeiner Form. Cutting Tier 2 wäre das, glaube ich, oder Cutting Tier 1. Das ist auch etwas, was in 3.20 sehr, sehr wahrscheinlich online gehen wird. Ne? Auch da sitzen sie schon sehr, sehr lange dran. Wobei wir dazu jetzt noch nichts groß gehört haben. Das nur unter Vorbehalt. Also Hacking, ja, sehr wahrscheinlich. Das Cutting, mal vorsichtig vielleicht. So, wir wissen, beim UI wird sich einiges tun. Wir kriegen also einige UI-Updates. Darüber darf ich noch nicht reden, aber naja, zumindest wissen wir, haben es ja schon gesehen im Inside Star Citizen, dass einiges in der Mache. Und das könnte auch auf die Star Map zutreffen. Aufs Mobiglas wohl noch nicht, soweit ich das weiß, soweit ich das bisher mitbekommen habe. Das Mobiglas bleibt also erstmal wie gehabt, aber eventuell spendieren sie uns endlich eine neue Star Map. Darüber haben wir schon oft gesprochen, die ist ja auch laut Europa schon eine Weile fertig, ist auch in Squadron 42 schon drin, also da sind sie eigentlich durch und müssen sie nur quasi für Star Citizen übersetzen, also rüberschieben quasi in den Patch. Das kann aber sein, dass das schwieriger ist, als man denkt, weil ja der Quantum Drive und anderes Zeug daran hängt. Es wäre also auch möglich, dass die neue Star Map auch zum Beispiel mit dem Quantum Boost Feature zusammenhängt. Ne? Und der Quantum Boost kommt wohl nicht in 3.20. Das heißt, wenn das zusammenhängen sollte, würde auch die neue Star Map noch nicht kommen. Aber prinzipiell vom UI her wäre es möglich und die Arbeiten an der Star Map sind auf jeden Fall fertig, auch am Radar, auch am Scanning. Also da sind sie ja im Prinzip durch mit den Grundarbeiten und haben das auch in Squadron 42 wieder schon drin. Insofern sehe ich da kein Problem, wenn es nicht noch irgendwas anderes an Problemen gibt, die wir nicht sehen oder die ich nicht sehe. Ähnlich sieht es auch aus mit dem Thema Raumschiffe. Da wird zum Beispiel die Freelancer, die gesamte Reihe, in den Gold-Status gebracht. Das heißt, die Komponenten werden dann da verortet sein, richtig physikalisch. Es gibt einige Updates am Schiff, vielleicht fixen sie den Geschützturm und so weiter. Und auch andere Vehikel könnten noch Gold-Status bekommen, je nachdem, wie weit sie damit jetzt schon sind. Da ist aber wenig von bekannt. Was sie auf jeden Fall machen, sie werden den gesamten Pool von NPC-Schiffen überarbeiten. Das haben sie sogar schon intern fertig, soweit ich weiß. Das heißt, bei Bounty Quests, bei Combat Beacons oder generell bei irgendwelchen Missionen haben sie jetzt alle neuesten Vehikel auch mit drin und haben die gesamte Pipeline dann mal überarbeitet. Das heißt, also es wird wohl dann nicht mehr eine Prospector irgendwie spawnen als Dogfight-Ziel, weil die ist ja ein Mining-Schiff, ja, sondern da werden halt entsprechende Dogfighter spawnen. Also deutlich mehr Variation bei gegnerischen Schiffen, auch passendere Schiffe. Eine Redeemer wird davon betroffen, was dann die dann auch mit dabei ist, oder auch eine Corsair oder was weiß ich, diverse andere Raumschiffe. Und das ist auf jeden Fall cool, weil das heißt eben, dass das Spiel dadurch ein bisschen immersiver wird und dass auch die Kämpfe wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller werden, weil wir halt gegen passende Gegner kämpfen. Ein weiterer Punkt wäre dann noch die Performance, und damit meine ich jetzt nicht nur die normale FPS im Spiel, sondern auch die Server-Performance. Denn, muss man einen kleinen Schritt zurückgehen, die 3.20 oder 3.19, die wir jetzt aktuell haben, die basieren ja alle auf dem Code von Alpha 3.18, der ja ganz viel umgewurschtelt hat, und wie wir alle wissen, war das eine Katastrophe, als der rauskam. Da lief die ersten Wochen, da haben wir sogar monatelang, nicht besonders viel. Also es war sehr, sehr schlimm. Hat sich alles stark gebessert und trotzdem gibt es immer noch hier und da Probleme mit 30.009er, man kann nicht einloggen oder auch mal 30k oder ist es irgendwas nicht persistent und dies, das, jenes. Das sind alles Dinge, die höchstwahrscheinlich in 3.20 sich verbessern. Ob die dann gelöst sind, ist eine andere Frage. Aber auch die Inventarprobleme, die sie haben, da sind sie noch dran an diesen Datenbank-Schwierigkeiten mit der Graph-Datenbank. Ne? Das muss sich halt entwickeln, aber es ist davon auszugehen, dass in 3.20 da einige bessere Features drin sind, dass sie einiges umgemodelt haben am Netcode, dass sie da Optimierungen drin haben. Das ist ja auch durchaus wichtig für unser allgemeines Gameplay. Ich meine, das ist jetzt kein Gameplay-Feature für sich, aber es beeinflusst ja alle bestehenden Gameplay-Features und es wäre halt schön, wenn das Inventar
zum Beispiel schneller lädt oder eben auch, dass endlich mal die Schadauswahl kommt. Denn ein ganz, ganz wichtiger Punkt von Alpha 23, jedenfalls intern, ist die Trennung der Persistenzschicht, also vom Replication Layer, von den Servern oder ja, von dem Shard. Bisher ist es so, das ist alles zusammen gebacken. Und das wurde sogar schon teilweise ein bisschen getrennt, was ich weiß, aber es gibt noch keine perfekte Trennung. Das muss aber unbedingt gemacht werden, denn das ist Voraussetzung dafür, dass Server-Meshing funktioniert. Denn solange quasi, ihr müsst euch so vorstellen, die Persistenzschicht ist aktuell gekoppelt an den Shard. Das ist nicht gut, weil das bedeutet, wenn der Shard abschmiert, dann ist die Persistenz im Grunde genommen auch weg. Und sie haben wohl aktuell ein System drin, soweit ich weiß, was dann so ein bisschen diese Persistenz rettet. Dann dauert es eine Stunde oder zwei oder wie lange auch immer und dann geht irgendwann der Shard wieder an den Start und dann wird er wieder aufgefüllt. Das klappt schon, das haben wir schon gesehen. Aber das dauert A zu lange und ist wohl B nur ein Workaround von CRG, um irgendwie das so ein bisschen hinzumodeln. Die eigentliche Lösung ist eine andere, nämlich die richtige Trennung. Das heißt, dass die Persistenz unabhängig läuft, also der Replication Layer völlig unabhängig läuft vom Shard. Wenn dann der Shard abschmiert, dann könnte innerhalb von Sekunden ein neuer Server quasi an den Start gehen und wird sofort befüllt. Das würde dann, das wäre eben langfristig dann die Lösung für den 30.000er. Ja, dann hast du ein 30k, dann hängt das Spiel quasi für 5 Sekunden oder für 10 Sekunden fest. Du wartest einfach nur. Dann steht vielleicht irgendwo da oben Relogging oder Resyncing oder so. Ne? Und dann, zack, geht's einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Das ist ja sozusagen das, wo sie hinwollen. Und das ist auch die eine der Grundvoraussetzungen für Server-Meshing. Es wäre halt möglich, dass das in 3.20 jetzt auch endlich reinkommt. Sie hatten es ja in 3.19 nicht geschafft. Es kann aber auch sein, dass das noch nicht gelingt. Das ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir wissen davon nicht genug, wir wissen nur, dass sie es machen wollen. Das Coole wäre für uns als Feature, zum einen, dass wir halt bessere Ladezeiten hätten, wenn man Shard abschmiert oder so. Es könnte sogar sein, dass wir online bleiben, mal sehen. Aber das eigentliche Besondere ist, dass sie dann die Möglichkeit haben, uns die Shard-Auswahl zu geben. Und da warten ja viele drauf, auch ich, dass man also quasi beim Einloggen festlegen kann, auf welchen Shard möchte ich. Also nicht nur die Region, sondern wirklich der regionale Shard. Shard 10, Shard 100, Shard 130 und so weiter und so fort. Das hat Chris Roberts, glaube ich, auch letztes Jahr in dem Letter from the Chairman war es oder in einem anderen Brief oder so, hat das Chris Roberts erklärt. Das ist zwar auch nur eine Übergangslösung, die ist aber wichtig, weil die muss dann funktionieren, bis das dynamische Server-Meshing kommt. Und das wird wohl noch locker 2 Jahre dauern. Also, ich rede jetzt nicht von dem statischen, das kommt ja schon eher, die, mit der 4.0, ne? Aber das muss über die 4.0 hinauslaufen, weil wir brauchen halt die Möglichkeit, dass wir spezifisch den Shard anwählen können, weil dort dann unsere Sachen sind und weil dort unsere Kollegen sind und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, müssen wir mal abwarten, ob das dann mit 3.20 die ersten Schritte macht quasi, dass man das wirklich trennt und dann diese Shard-Auswahl auch bekommt. So, kehren wir ein bisschen zurück zum Gameplay und da gibt es im Progress-Tracker tatsächlich einige Dinge, die aktiv in der Arbeit sind, die schon teilweise abgeschlossen sind und die sich exakt decken mit dem, was CRG gesagt hat und mit dem decken, wann die 3.20 ja online kommen soll, nämlich die neuen Mining-Missionen beispielsweise oder auch das Data-Hauling. Da geht es darum, dass wir beim Mining diese Mining Claims zurückbekommen. Die sind ja mal früher da gewesen, da gab es solche Mining Claim Missionen, eine oder andere kennt es vielleicht noch, und da muss man halt hingehen und da irgendwelche NPCs killen und fertig. Das ist ja was ganz anderes gewesen, aber diese Claims kommen zurück und werden dann für Mining-Spieler interessant. Das heißt, ihr könnt euch quasi ja eine Mining Quest ziehen, ihr bezahlt quasi Geld für eine Mining Location und in dem Moment, wo ihr das macht, wird diese Location für euch generiert. Dann bekommt ihr einen Marker, ähnlich wie bei Salvaging, fliegt dorthin und könnt dort einfach abbauen. Da gibt es verschiedene Arten, es gibt also legale, es gibt illegale, es gibt ein bisschen riskantere und so weiter. Und einige von diesen Mining Claims sind sogar beschützte Mining Claims. Also das heißt, dort sind wirklich auch NPC-Geschütztürme, solche Beacons oder andere Dinger, die dort quasi euch bewachen, während ihr dort minert. Und dafür zahlt ihr halt entsprechende Gebühren. Das Coole dabei wäre, dass wir dort gezielt nach wertvollen Ressourcen farmen, weil natürlich könnte uns CRG dann eine wertvolle, sehr teure Mining-Mission geben, wo man halt wirklich Quantenium findet oder ne, sie können sehr gezielt steuern, was dort spawnen soll an Erzen oder halt nicht so rentabel, dafür eben günstigere, wo dann halt vielleicht nur Barrel ist oder was ich, ne, Kleinkram. Das ist also in der Mache, ist auch für Piraten-Gameplay interessant, weil die Piraten sollen es auch stören. Und, soweit ich weiß, ist mit 3.20 auch endlich geplant, dass wir zum einen
geklaute Waren, also generell, wenn wir mit Traktorschrei irgendwelche Kisten antargeten, dass wir dann den Namen sehen. Also was ist das für eine Ware, was ist da eigentlich drin? Und wir sollen mit 3.20 auch endlich Mining-Behälter wirklich verkaufen können. Das wäre ja nur logisch, wenn Piraterie ins Mining einziehen soll, ist es aktuell gar nicht möglich, dass man dann entsprechend also auch als Pirat mit einer Caterpillar zum Beispiel sich diese Mining-Säcke holen kann und dann an der Börse nicht, aber im Schwarzmarkt oder irgendwo anders das Zeug verkauft. Na, aktuell geht's ja nicht, aktuell geht's ja nur mit der Mall oder mit der Prospect, das muss wirklich dran kleben am Schiff. Das sollten sie dann wohl auch gelöst haben. Eventuell, das hat ja der Thorsten Leimann, glaube ich, gesagt, sie sind dran zu gucken, dass man auch Multi-Crew-Trading wieder hinbekommt. Also das war ja aktuell oder ist ja aktuell noch verbuggt. Das heißt, ich kann meinem Kumpel Waren geben und er kann sie dann, ohne dass er es als illegal zählt, verkaufen. Das ist ja momentan noch so ein bisschen ein Problem. Da wollen sie ja dran arbeiten, mal gucken, ob sie das hinbekommen in 3.20 oder ob sie das auf den längere Bank schieben, weil es hat halt keine hohe Priorität, es ist jetzt nicht mega wichtig, aber naja, die gucken sich es halt immer an und entscheiden dann, okay, können wir das jetzt schnell machen oder ist es eine längerfristige Geschichte, wo wir viel ändern müssen, pipapo. Das ist so ähnlich zu vergleichen wie das Crime-System, wo sie ja auch mit 3.20 zum Beispiel liefern wollten, dass wir Spieler, die unrechtmäßig unserem Schiff sind, wegschießen können ohne Crime-Stat, haben sie auch erstmal wieder auf die längere Bank geschoben, weil sie gesagt haben, das ist doch komplizierter, als wir dachten und da brauchen wir doch ein bisschen mehr Zeit und das schaffen wir aktuell einfach nicht, müssen wir es eben auf den nächsten Patch verschieben. So, und diese Data Hauling oder Data Heist Mission, ja, da weiß man noch gar nichts so richtig dazu. Wir wissen nur, geplant ist, dass wir also auch mit Datentransport in 3.20 was anfangen können sollen. Das ist aber sehr variabel, also es kann auch sein, dass es nur um einen Chip geht, also um eine ganz billige Quest, da ist ein Datenchip, klau den und bring den irgendwo hin, ne? Das haben wir sogar schon teilweise im Spiel. Ich hoffe natürlich, dass es ein bisschen weiter geht, dass wir also auch wirklich mal ein Raumschiff wie eine Herald oder eine Starrunner oder andere Raumschiffe mit solchen Servern an Bord nutzen können und da ein Interface bekommen. Ich denke, das hängt sehr, sehr stark am Hacking, weil das Hacking greift ja direkt in dieses Feature mit ein und wenn das Hacking kommt, dann sehe ich auch keinen Grund, warum nicht auch dieses Data Hauling oder dieses Data Heist Ding nochmal funktionieren sollte. Denn dann haben wir ja auch ein Interface. Dann kann man sich also irgendwo reinhacken, Daten rüberziehen. Oder wenn man jetzt nicht hackt, sondern das legal macht, hast du halt ein legales UI dafür. Das fehlt ja. Ansonsten ist es ja alles vorhanden. Also prinzipiell, die Schiffe haben ihre Server an Bord, die müssen nur aktiviert werden. Und die Questabgabe ist also auch nicht so problematisch. Aber ich denke mal, da wird es stehen und fallen mit dem ganzen Thema Hacking. So, und ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist der neue EVA, sowie das Zero-G Push und Pull. Da warten wir auch schon super lange drauf. Laut Roadmap sind die Arbeiten daran ja soweit fertig. Da geht's um den Iron Man EVA, wie ich es nenne, oder wie es viele andere auch nennen. Das heißt, dass wir einen vollkommen dynamischen EVA haben, der wie die Raumschiffe fliegen kann. Das heißt, wir können mit normal eben wie ein Raumschiff steuern. Wir haben auch Sprit dann, wir haben also Hydrogen geladen, nicht sehr viel. Und wir können dann mit der Schwerkraft arbeiten oder auch mit mit der Schwerelosigkeit quasi. Das heißt, wir stoßen uns irgendwo ab, deswegen auch Push und Pull, das ist ein gemeinsames Feature. Wir fassen irgendwo an, halten uns dort fest, schweben ein bisschen so rum und dann stoßen wir uns ab und können völlig ohne Sprit einfach irgendwo hinfliegen und dann ein bisschen nachkorrigieren mit diesem EVA. Der wird eine Mischung haben aus, ja, im Prinzip aus dem normalen Flight Model, also quasi, wie wir das schon kennen, mit dem gekappelten Modus. Das heißt, der wird also auch selbst bremsen können. Aber er wird auch einen decoupelten Flug haben. Stellt euch folgendermaßen vor, ihr fliegt irgendwo hin, sagen wir geradeaus, und dann ist es ein decoupelter Flug. Und in dem Moment, wo er euch umdreht, zum Beispiel nach oben guckt und dann dorthin fliegt, dann kappelt er in diesem Moment kurz eure Booster, dass ihr so schnell wie möglich diese Schubrichtung dahin bekommt und dann fliegt er wieder decoupled entsprechend weiter. Also am Ende halt wie der Iron Man auch, es ist sehr, sehr vergleichbar, nur halt ein bisschen langsamer wahrscheinlich. Ob das wirklich kommt, weiß leider keiner. Wir haben es ja schon letztes Jahr gesehen im Oktober zur CitizenCon. Und das ist jetzt ja auch noch kein ganzes Jahr her, aber ein Dreivierteljahr her. Und das sah ja schon sehr, sehr gut aus. Da hatte man schon fast gedacht, es kommt mit 3.18. Aber die Arbeiten sind laut der Roadmap ja wirklich durch. Und in Squadron 42 ist er wohl auch drin. Je nachdem, ob sie also soweit fertig sind, könnten sie also auch noch mitliefern. Der wäre halt spannend für solche Weltraum-Loot-Missionen, die wir ja auch bekommen. Und generell
für Salvaging, für Mining, ne, diese FPS-Sachen an den großen Steinen dran und. Also der wäre wirklich Not, vor allem, weil der aktuelle EVA auch wirklich gar keine Liebe mehr bekommen hat von CRG. Das ist auch nochmal Hinweis, ne, die haben den gar nicht mehr angerührt. Die haben sie komplett links liegen lassen, obwohl der voll verbuggt ist. Ne? Wahrscheinlich, weil sie, ich sage mal vermutlich, weil der neue EVA dann bald kommt. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, CRG arbeitet noch an Cargo-Missionen, und zwar an solchen Cargo-Diebstahl-Missionen. Das ist vergleichbar mit den aktuellen Salvage-Missionen, wo also Waren an Bord der Schiffe sind, aber diese Mission ist speziell für Handelsschiffe gedacht. Ich vermute, dass CRG hier ein bisschen eine Trennung vornehmen will, dass sie sagen, wir wollen gerne, dass ein Teil des Salvagings eben das Bergen der Fracht ist, was ein Handelsschiff machen soll oder ein Schmuggelschiff, wie auch immer. Und der andere Teil des Salvagings ist das richtige Salvaging, also quasi das Hull Scraping oder dieses Hull Munching, was übrigens noch nicht kommt in 320, soweit wir wissen. Also dieses komplette Einsacken der, ja, des Schiffrumpfes, das ist noch nicht da. Aber ne, so können sie es ganz gut trennen. Das heißt, die Händler oder eben entsprechende Schmuggler oder wie auch immer, die können sich dann die Frachtkisten holen über eigene Missionen. Und das, was übrig bleibt, ist dann die Hülle des Schiffes. Das ist dann für eine Vulture oder für eine Reclaimer. Oder eine Reclaimer macht eben beides zusammen. Das geht ja auch, die hat ja auch genügend Frachtraum. Auf diese Weise wäre es dann möglich, dass auch deutlich mehr Variation an Fracht reinkommt. Das ist ja aktuell schon da, aber noch sehr rudimentär. Ne? Es sind am Ende 4, 5 Waren, die wir immer plündern, es sind immer dieselben. Das soll sich ändern, sollt ihr wissen, in 320. Das heißt, sie werden ein anderes Spawning-System haben, wo mehr Fracht spawnt oder weniger oder andere Waren oder je nachdem, wie schwer es ist. Also das haben sie schon angedeutet, sie wollen, dass der Inhalt eines Schiffes auch möglichst der Location und dem Risiko entspricht. Und noch ein ganz kleiner letzter Punkt hier, aus einem anderen Entwicklerinterview haben wir die Info bekommen, dass sie versuchen, die Zeitkomponente in die Mission von Star Citizen endlich mal einzubauen. Das heißt, bisher ist es so in Star Citizen, dass der Reward einer Mission ausschließlich berechnet wird auf der Basis von dem Risiko. Also wie risikoreich ist die Mission. Wie lange die dauert, spielt gar keine Rolle. Null. Deswegen haben wir aktuell eigentlich ein katastrophales Missbalancing, nämlich dass eine Trading-Mission, die eine halbe Stunde dauert oder länger, 5000 oder so Alpha-UEC bringt, irgendeine kleine Delivery-Mission, ihr kennt das ja, und das andere, billige Schieß-den-Tod-Mission, die 5 Sekunden dauern, 50.000 bringen. Ja? Da wollen sie mehr Ordnung reinbringen und den Faktor Zeit viel, viel mehr in diese Missionen quasi mit einbeziehen. Wie genau das geht und ob das in 320 schon drin ist, wissen wir aber nicht. Das ist nur aus dem Entwicklerinterview rausgenommen worden. Da wurde nicht gesagt, wann genau das geplant ist, aber dass sie aktuell daran arbeiten, haben sie immerhin gesagt. Also vielleicht ist schon mal ein erster Teil davon spürbar. In 320 wäre ja auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, das sind so die Dinge, die voraussichtlich noch in 320 landen oder zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, noch in 320 zu landen, werden das natürlich erst wissen, wenn es dann da ist. Ne? Also man muss das immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, deswegen habe ich sie auch alles als Talk gemacht, da kann man ein bisschen freier über solche Sachen reden. Es ist ja keine News, es sind ja wirklich in dem Fall ein Gespräch von zwischen uns, ja, dir und mir, sozusagen, wo wir mal gucken, wie sieht's denn aus, also was ist denn wie weit. Aber schätzt mal selber ein, was glaubt ihr, was noch hinzukommt, oder glaubt ihr, dass es sich wirklich in 320 um einen, ja, fast reinen Arena Commander Patch handelt? Ich muss da ehrlich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur dieser Arena Commander Kram reinkommt, vor allem aus einem ganz wichtigen Grund, diese ganzen Arena Commander Updates wurden von einem sehr, sehr kleinen Team innerhalb von CRG gemacht. Die sind halt schon jetzt fertig und deswegen haben wir es schon auf der Roadmap, aber die anderen Teams machen ja auch noch was. Klar, die arbeiten viel an 4.0, an Pyro und so weiter, wissen wir alles, aber die arbeiten ja auch an aktuellem Content, der ja dann auch in 4.0 reinkommen soll. Insofern gehe ich sehr fest davon aus, dass zumindest ein recht großer Teil von dem, was wir gerade besprochen haben, noch hinzukommt. Aber das sehen wir ja dann. Lasst mal rein, wie ihr das Ganze seht, und dann freue ich mich auf nachher. Kommt dann auf jeden Fall rein um 16 Uhr auf Twitch. Link ist im angepinnten Kommentar. Und dann starten wir und gucken mal, ob es da auch vielleicht ein paar Vehicle-News gibt. Ja, ansonsten würde ich sagen, danke erstmal fürs Zuschauen und bis heute Nachmittag im Stream. Ciao. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there were rain.